Die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Meyer wollte zurück in den Richterdienst kehren. Das hat man ihm nun verwehrt und hat ihn frühzeitig in den Ruhestand gesetzt, weil er vom Verfassungsschutz als rechtsradikal eingestuft wird. Was davon zu halten ist und welche Auswirkungen das auch in der Praxis hat, das bespreche ich mit Lieblingsrichter Thorsten Schleif. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Solltet ihr das Video gefallen lassen, Abo da und kommentier mal hier mit und diskutier mit, was du denn von dem Fall hältst. Thorsten, ich grüße dich. Was hältst du von dem Fall des rechten Richterkollegen? Das ist der zweite Fall, den wir in diesem Jahr haben. Einer war von einer Kollegin in Berlin. Da hat das Gericht noch anders entschieden. Da hat gesagt, nee, das ist okay, wenn die zurück in den Dienst kommt. Und jetzt das erstinstanzliche Urteil jedenfalls war so, dass man gesagt hat, nein, geht in Ordnung. Die Versetzung in den Ruhestand ist rechtmäßig. Ja, was man so liest, so ein paar schon echt heftige Tweets vor allen Dingen abgesetzt. Da hat er gesagt, es ist gut, wenn die Leute Respekt vor einem AfD-Richter haben. Also so sinngemäß, kriegt den Wortlaut nicht mehr so ganz hin. Mhm. Da waren schon so ein paar Sachen dabei, wo man denkt, dass nicht ganz so korrekt. Wie schätzt du das ein, die Qualität dessen, was der ehemalige Richterkollege von sich gegeben hat? Also das, was ich der Presse entnehmen konnte, ich habe das Urteil noch nicht gelesen, waren die Äußerungen in der Tat so, dass man sagen muss, oh, da kann die Rechtspflege tatsächlich schwer beeinträchtigt sein. Und das ist ja auch eine der Voraussetzungen, die ich brauche, um Richter überhaupt in den vorzeitigen Ruhestand setzen zu können. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich finde immer, in anderen Verfassungen oder Verfassungen anderer Länder ist es ja so, dass Richter überhaupt in keiner politischen Partei drin sein dürfen. Das hat schon auch seinen Sinn. Und man sollte vielleicht mal überlegen, in Deutschland ist es nicht so, deswegen ist es das gute Recht, jeden Richter auch in der Partei drin zu sein. Aber ob man vielleicht nochmal diesen Grundsatz überdenkt. Also der Maßstab ist ja, wenn, ja, wie du sagst, die Rechtspflege gefährdet ist. Was heißt das denn genau? Das ist ja so eine Generalklausel, das kann ja alles so nix sein. Denn jeder Richter ist doch letztendlich ein Privatmann. Du hast doch auch eine Meinung zu Corona, bist da differenziert kritisch zum Beispiel. Und du bist auch Vater von zwei Kindern und bist Ehemann. Das heißt, du hast ja auch deinen privaten Kontext und daher eine Meinung und eine Haltung, die ja in irgendeiner Form sich wahrscheinlich auch mittelbar manchmal auch in der Urteilsfindung natürlich wiederfindet, denn du bist ja ein Mensch. Der Richter ist ja keine Maschine. Das heißt, was ist denn erlaubt und wo sind denn da Grenzen? Wie kann man das greifen? Ja, wenn man sich diesen 31 deutsches Richtergesetz mal anguckt, wo das ja drauf gestützt ist, da sagt man also, die Maßnahme, jemanden in den Ruhestand zu versetzen, muss zwingend geboten sein, um eine schwere Beeinträchtigung von der Rechtspflege abzuhalten. Man sieht also schon von der Formulierung zwingend geboten und schwere Beeinträchtigung, dass dieses Gesetz immer unter Berücksichtigung des Artikel 97 zu sehen ist. Nämlich, der Richter ist in seiner Entscheidung frei und nur den Gesetzen unterworfen. Diese Unabhängigkeit des Richters. Ja. Und das heißt also, der Gesetzgeber billigt jedem Richter auch natürlich seine Meinung zu. Die Grenze findet das immer erst dann, wenn der Richter sich verfassungsfeindlich äußert oder wenn er sich selbst strafbar macht. Wir hatten in der Vergangenheit zum Beispiel mal den Fall, dass ein Richter wegen Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden. Da hat man gesagt, das sind so schwerwiegende Entgleisungen, die auch nach außen hin erkennbar sind für die Öffentlichkeit, sodass da wirklich das Vertrauen, das die Öffentlichkeit in einen Richter haben muss, erschüttert ist. Das kann nicht bei jeglicher Äußerung sein, die irgendwo politisch angehaucht ist, sondern erst dann, wenn diese Äußerung wirklich so schwerwiegend ist, dass sie zum Beispiel als links- oder rechtsextremistisch eingestuft werden kann. Ja, aber das ist ja auch wieder die Frage. Also bei Straftatbeständen, ja, es ist ja einfach zu entscheiden, selbstverständlich. Aber bei Meinungen, die links- oder rechtsextrem sein könnten, wir haben Artikel 5, wir haben eine Meinungsfreiheit. Also nicht, dass ich den Kollegen da in Schutz nehmen will, aber die Frage ist ja, wie ist das System? Wo fängst du an, wo hörst du auf? Wo setzt du Rahmen, wo setzt du Grenzen? Das heißt, als Richter bist du eben unabhängig und darfst und musst ja sogar eine Meinung haben. Aber wer sagt dir denn, also an welchen Kriterien wird denn festgemacht, ob das jetzt noch Meinung ist oder ob das quasi eine verbotene Meinung ist, die eines Richters nicht mehr würdig ist? Diese Grenze finde ich so schwierig. Hast du vollkommen recht, diese Grenze ist extrem schwammig.
Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Entscheidung von der Revisionsinstanz, wenn der Kollege in Revision geht, das weiß ich nicht, wieder gekippt wird, weil ich finde auch, diese Abgrenzung ist sehr, sehr schwer. Also er wurde ja, wenn ich es der Presse richtig entnommen habe, als Rechtsextremist eingestuft, hat allerdings dagegen auch, wenn ich das richtig Vom verstanden habe, Klage Verfassungsschutz, ne? eingereicht. Vom Verfassungsschutz, richtig, ganz genau. Und hat dagegen allerdings dann auch wieder Klage eingereicht und das ist noch nicht entschieden worden. Deswegen diese Abgrenzung ist sehr schwer. Und darum sagt übrigens auch der Bundesgerichtshof, dass Paragraph 31 Deutsches Richtergesetz, dass da nicht einfach so leicht von Gebrauch gemacht werden kann, sondern dass das ganz eng ausgelegt werden muss, weil ansonsten in der Tat sind natürlich auch der Willkür wieder Tür und Tor geöffnet. Dann kann ich auch Genau. den unliebsamen Richter einfach aus dem Dienst entfernen. Das ist ja die Gefahr dabei. Ich meine, das, was man da jetzt über den Jens Meyer gelesen hat, da waren viele Äußerungen sicherlich geschmacklos und ja, kann man den Kopf schütteln und denken, wes Geisteskind ist der Kerl? Aber auf der anderen Seite ist ja auch immer die Frage, hatte das alles so eine Qualität, um solch eine Entscheidung zu treffen? Denn davon ableitend, kann das ja eben quasi auch ein Beispiel sein, um die Grenze immer wieder in eine andere Richtung zu verschieben, ja, und eben die Grenze nicht so streng zu halten, sondern künftig ist dann ein Richter, dessen Meinung einem nicht gefällt und über den Weg wird er dann eben ausgehebelt. Da sehe ich eben die Gefahr in solchen Verfahren. Die große Gefahr sehe ich auch. Da hast du vollkommen recht. Und wie gesagt, ich denke auch, man sollte sich das Urteil, wenn es rauskommt, mal im Einzelnen durchlesen. Und ich glaube auch noch nicht, dass da das letzte Wort gesprochen ist. Das, was ich der Presse entnommen habe, das ist eben dieses Gefühl, was du sagst. Ist die Äußerung einfach nur dumm? Oder ist sie dumm und verfassungsfeindlich? Oder Ja. ist sie dumm, verfassungsfeindlich und von einer so hohen Qualität verfassungsfeindlich, dass ich sagen muss, der darf nicht mehr als Richter tätig werden? Das ist eine solche schwammige Abgrenzung da immer wieder. Ich weiß nicht, ob es den Kollegen vom Dienstgericht in diesem Fall gelungen ist. Ich bin auf das Urteil wirklich mal gespannt. Wir bleiben am Ball. Vielen Dank, Thorsten. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.